Guten Abend, Glückwunsch zum Sieg. Für uns war es Spiel zwei Halbzeiten, mit zwei Halbzeiten, die waren unterschiedlich aus unserer Sicht. Was in der ersten Halbzeit passiert, sind wir nicht einverstanden. Wie unser Spiel, wir sind null in die Mitte gerannt von der Abwehr von BHC. Die haben das dann einfach zugepackt. Abwehrmäßig fand kein Stattfindung. Sie haben, denke ich mal, erste Halbzeit 11 Rückraumtore gemacht und der Rest vom Kreis, vielleicht zwei von außen, von 19 Toren. Wir haben das dann versucht in zweiter Halbzeit und haben das auch besser gemacht. Der Jungs, der Niklas Heidkamp, ist reingekommen, hat uns enorm viel geholfen im Aufbaureihe. Rukawicki hat es auch gut gemacht und wir haben natürlich in zweiter Halbzeit ein bisschen, wir hatten ein Problem mit zwei roten Karten, aber ich denke, dieses Mal haben die Jungs diese zwei Ausfälle gut gelöst. Wir müssen einfach, was wir in zweiter Halbzeit gemacht haben, mitnehmen für Sonntag. Aber was in erster Halbzeit passiert ist, dann darf uns nicht mehr passieren. Also das ist schon zum zweiten Spiel, was so, wenn wir so uns präsentieren. Und ich denke, dass es muss jetzt endlich mal greifen bei uns. Danke. Guten Tag zusammen oder guten Abend zusammen. Danke für die Glückwünsche. Zufrieden bin ich dahingehend, wie wir aufgetreten sind, wie wir in dieses Spiel gegangen sind, mit welcher Energie, dass wir beweisen wollten, dass vor allen Dingen diese zweite Halbzeit gegen Lemgo uns so nicht nochmal passieren soll. Das hat mir gut gefallen. Rein spielerisch, taktisch gab es schon ein paar Dinge, die nicht so gut waren. Aber um ehrlich zu sein, ist mir das heute auch gar nicht so wichtig. Mir war wichtig, welche Reaktion wir zeigen, wie wir auftreten. Ich glaube, die Halle hat gemerkt, dass wir eine große Energie hatten, eine hohe Energie, ein hohes Energielevel. In manchen Situationen auch vielleicht ein Schnuff zu viel. Wir waren zwei Drittel oder ein Drittel des Spiels waren wir in Unterzahl. Das war schon sehr viel, aber in dem Fall war mir diese Reaktion eigentlich fast lieber die Härte als dieses dann vielleicht manchmal zu zarte Abwehrspiel. Alles in allem spielen wir wirklich dann auch eine gute erste Halbzeit. Über die zweite Halbzeit können wir diskutieren, müssen wir auch reden, aber wir gewinnen hier nach einer wirklich intensiven oder nach intensiven eineinhalb Wochen, in denen es um Aufarbeitung ging in erster Linie, und darüber bin ich sehr froh.